Am Anfang steht Karl Marx mit seinem Traum. Lenin macht daraus die Revolution in Russland. Stalin schmiedet sein Reich des Terrors. Maos Propaganda schickt ganz China auf den langen Marsch. Und der Guerillero Che Guevara wird zum Star einer ganzen Generation. Im 20. Jahrhundert wird fast die halbe Welt kommunistisch. Das führt zum Kalten Krieg zwischen Ost und West. Dann, wie bei einem Spuk, ist plötzlich alles vorbei. Was bleibt, ist der Schmerz über Millionen Tote und einen geplatzten Traum. Der Rote Platz in Moskau. Der Kreml ist seit Jahrhunderten das Machtzentrum Russlands. Anfang 1924 stirbt Lenin, gut 6 Jahre nach der kommunistischen Revolution. 1917 hatte er mit seinen Anhängern die Macht erobert. Einer der Sargträger ist Josef Stalin. Er wird Lenins Nachfolger und schwört die Partei auf seine Linie ein. Wir sind diejenigen, die die Armee des großen proletarischen Strategen bilden, die Armee des Genossen Lenin. Es gibt nichts Höheres, als die Ehre, dieser Armee anzugehören. Stalin hat am Sarg Lenins diesen Schwur der Treue zur Partei und zur Sache entwickelt, den dann Generationen von Schulkindern auswendig gelernt haben. Und so schob er sich eben immer mehr ins Zentrum der Partei. Er hatte auch einen Anhang in der Partei. Er holte Leute rein und baute die Partei auf. Also das, was man später eine Nomenklatura nannte. Er war der Schöpfer der sowjetischen Nomenklatura und erzeugte damit eine eigene Aufstiegsdynamik für junge Nachrücker, die jetzt dort wirklich Karriere machen wollten. Das war sozusagen sein Genie. Als Generalsekretär der Kommunistischen Partei hat Stalin es verstanden, eine treue Gefolgschaft hinter sich zu bringen. Sein Netzwerk reicht bis in die entlegensten Winkel des Roten Imperiums. Gegen den Willen des todkranken Lenin hat er durchgesetzt, dass die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken zentral aus Moskau gelenkt wird. Die Kommunistische Partei war die Institution, die den alten Adel ersetzte. Da waren alle Vertreter des gesamten Imperiums vorhanden. Und er hatte, glaube ich, begriffen, dass man Kontrolle über diesen Apparat gewinnen musste. Also Personen einzusetzen, Personen abzusetzen, genau anzuschauen, wer an welcher Schaltstelle saß, wie man die Parteitage zusammensetzte und das Zentralkomitee. Das zog er alles an sich, während die anderen große Reden hielten, wie Trotzki. Und sie merkten eigentlich gar nicht, dass Stalin an ihren Stühlen sägte und dass er sie ihrer Machtbasis beraubte. Trotzki glaubte, in seiner Redebegabung könne er irgendetwas ausrichten. Vor diesen Bauern richtet er gar nichts aus. Da war er eine abschreckende Figur. Einst Lenins zweiter Mann hat Leo Trotzki den Machtkampf um die Nachfolge verloren, weil er, wie viele andere, Stalins Machtwillen unterschätzt hat. Später wird Trotzki Stalin so beschreiben. Er besitzt praktischen Sinn, Ausdauer und Beharrlichkeit in der Verfolgung seiner Ziele. Sein politischer Horizont ist äußerst beschränkt. Sein politisches Niveau ist vollkommen primitiv. Stalin kam eben von der Peripherie und war ein Mann des Volkes. Und er repräsentierte die Aufsteiger, die zu Hunderttausenden in die Partei kamen nach Lenins Tod. Und dadurch wurden die alten Intellektuellen marginalisiert. Und die Aufsteiger, sie fanden genau das an ihm faszinierend, was Trotzki grauenhaft fand. Nämlich seine Einfachheit, seine einfache Sprache, sein proletarischer Habitus und seine Rohheit. Genau das ist es, was die Aufsteiger in der Partei anzog. Deshalb brauchte er nicht nur Intrigen, er hatte im Grunde leichtes Spiel. Über den Habitus, sich die Mehrheiten zu verschaffen, die er brauchte. Er war die glaubwürdigste Figur. Er kam aus der Unterschicht, er kam aus einer Bauernfamilie und er war Georgier. Damit hatte er schon einmal alle Parteifunktionäre der Peripherie auf seiner Seite. Doch wie verlief der Aufstieg des unscheinbaren Mannes aus der zweiten Reihe? Geboren wird Josef Stalin am 18. Dezember 1878 als Josef Vissarionowitsch Dschugaschwili im Kaukasus, in der Kleinstadt Gori mitten in Georgien. Sein Geburtshaus kann heute immer noch besichtigt werden. Schon zu Zeiten des Diktators war es eine Kultstätte für dessen einfache Herkunft. Der Sohn eines Schusters wird regelmäßig vom Vater im Suff verprügelt. Auch die Mutter schlägt häufig zu.
Deshalb sei er so gut gelungen, wird sie später sagen, als Stalin längst der gefürchtete Herr der Sowjetunion ist. Der Junge besucht ein kirchliches Gymnasium, aus dem er als unzuverlässiges Element entlassen wird. Mit 21 schließt er sich Lenin an und füllt eine Zeit lang mit Raubüberfällen die Parteikasse der Bolschewiki. Gesichert ist in jedem Fall, dass der Mann zunächst zum Marxismus kam, weil er sich davon eine Entwicklung seiner georgischen Heimat versprach. Der Marxismus war für diese Leute von der Peripherie eigentlich so etwas wie eine ideale Modernisierungsideologie, die allen rückständigen Völkern dieser Erde versprach, auch einmal so zu werden wie England und Preußen. Dann war Stalin natürlich auch eine Figur, die in einem Umfeld aufgewachsen war, in dem Gewalt nicht die Ausnahme, sondern die Regel war. Und in der Menschen gewohnt waren, misstrauisch einander zu begegnen, weil die Gewalt allgegenwärtiger Begleiter des Lebens war. Also jemand, der mit physischer Gewalt früh konfrontiert war und damit auch umzugehen wusste. Unter dem Decknamen Koba organisiert der Georgier Streiks und gerät so ins Visier der Geheimpolizei des Zaren. 1902 wird er zum ersten Mal nach Sibirien verbannt. Jahrzehnte später zeigt die sowjetische Propaganda diese Aufnahmen, die das harte Leben in der Verbannung dokumentieren sollen. Es gelingt ihm zwar mehrfach die Flucht, aber er wird immer wieder verhaftet und zurückgeschickt. In dieser Zeit legt er sich ein Pseudonym zu, das Weltgeschichte machen wird. Stalin, der Eiserne. Während der Oktoberrevolution von 1917 gilt er als fähiger Organisator, doch er gehört nicht zur ersten Reihe der Bolschewiki. In den kommenden Jahren sucht er sich Verbündete, vor allem gegen Lenins alten Kampfgefährten Leo Trotzki. Zu dessen Gegnern gehören auch Grigori Sinowjew und Lew Kamenew. Gemeinsam mit Stalin bilden sie das sogenannte Triumvirat. Auch Nikolai Bucharin, Herausgeber der Parteizeitung Pravda, gehört dazu. Ich denke, Stalin war von Grund auf paranoid. Und die Ursache dafür besteht in einer Reihe von Dingen. Seiner intellektuellen Unzulänglichkeit. Er war zwar keinesfalls dumm, aber er war kein europäischer Intellektueller, keine gebildete oder schreibende internationale Größe wie Trotzki oder Lenin. Er fühlte sich auch im Hinblick auf seine körperliche Erscheinung unsicher. Er war klein, hatte ein pockennarbiges Gesicht. Er besaß eigentlich auch nicht die Rednergabe, die er gebraucht hätte, um diese Defizite auszugleichen. Fast 30 Jahre lang wird Josef Stalin mit absoluter Macht die Sowjetunion regieren, sein Land in den Rang einer Supermacht erheben und zum Zentrum eines weltumspannenden kommunistischen Systems machen. Und Stalin zwingt sein Regime, das auf Planwirtschaft, Terror und Lüge errichtet ist, der gesamten kommunistischen Welt auf. Dies war ein Mann, der immense Macht besaß und zugleich ungeheuer unsicher war. Er verfügte über einen unbarmherzig grausamen Charakter, der ihn Macht über seine Genossen mit hinterhältigen Mitteln ausüben ließ. Durch seine Kontrolle der Polizei, durch sein Wissen um alle schmutzigen Geheimnisse seiner Genossen, das er auch verwendete. Trotz dieses Kultes, der das Bild von ihm als wohlwollenden sowjetischen Zaren hervorbrachte, als Übervater der Nation, war dieser Mann hinter den Kulissen ein wirklich fieser Kerl. Für die Propaganda gibt Stalin den fürsorglichen Diktator, der sich für sein Volk aufopfert. Doch seine eigentliche Begabung ist ungewöhnliche Kaltblütigkeit und Willenskraft. Stalin ist verschlagen und misstrauisch gegen jedermann. Das bekommt vor allem Leo Trotzki zu spüren. Stalin wirft ihm vor, er untergrabe die Einheit des sowjetischen Staates. Der Machtkampf ist bald entschieden. Bei der Beerdigung von Felix Dzerzhinsky kommt es 1926 zum letzten öffentlichen Aufeinandertreffen. Stalin und Trotzki sind Sargträger des berüchtigten Chefs der Geheimpolizei, würdigen sich aber keines Blickes. Noch im selben Jahr wird Trotzki auf Stalins Betreiben aus der Parteiführung entfernt.
Schließlich wird der einstmals so einflussreiche Kampfgefährte Lenins ganz aus der Partei ausgeschlossen und in die Sowjetrepublik Kasachstan verbannt. Von nun an ist Trotzkismus gleichbedeutend mit Abweichlertum und Verrat. Schritt für Schritt baut Stalin seine Macht im Kreml aus. Er verschanzt sich hinter den Mauern des einstigen Zarenpalastes und proklamiert sich als Hüter der reinen Lehre des Leninismus. Dem toten Revolutionsführer lässt er direkt an der Kremlmauer ein Mausoleum errichten, zunächst aus Holz. Die Partei kontrolliert von nun an das gesamte Leben aller Sowjetbürger. Privatsphäre gibt es kaum noch. Die Sowjetunion ist inzwischen fast so groß wie das alte Zarenreich. Von Wladiwostok im Osten bis Kiew im Westen, von Murmansk im Norden bis Tiflis im Süden. Die kommunistischen Republiken dürfen kulturelle Eigenheiten pflegen. Die Politik aber wird in Moskau gemacht. Stalin beseitigt Marktwirtschaft und freien Handel. Von jetzt an gilt der Fünfjahresplan. Seine ersten Opfer sind die Bauern. Sowie die neue ökonomische Politik aufgegeben wird und Stalin 1927 eine neue Getreidekrise als externe Bedrohung durch die Briten darzustellen beginnt, die angeblich einen Krieg gegen Russland planten, sobald die Rhetorik des Bürgerkriegs wieder auflebt, beginnen auch wieder die Beschlagnahmungen. Das Land schottet sich ab. Und Stalin errichtet eine neue Art der Diktatur, die auf der Vorstellung beruht, Russland sei eine Festung. Man befinde sich im Krieg mit den Bauern und man müsse wachsam und auf den Kampf gegen all die Kräfte vorbereitet sein, die sich mit den kapitalistischen Mächten gegen sie verbünden. Wer sich jetzt noch dem Zugriff des Staates und der Partei entziehen will, bekommt den Terror der Geheimpolizei zu spüren. Über 4 Millionen Menschen werden enteignet und zwangsumgesiedelt. Hunderttausende kommen ums Leben. Hauptleidtragende sind die sogenannten Kulaken, wohlhabendere Bauern, die auf Eigenständigkeit pochen. Immer dann, wenn sie im Dorf auftraten und sagen, wenn ihr nicht gehorcht, kommen wir nächste Woche wieder und dann passiert wieder Schreckliches. Wenn sie das 4-mal gemacht hatten, wussten sie, dass beim 5. Mal die Bauern gehorchen würden. Sie wussten zwar, die Bauern da draußen, wir haben hier keinen Staat, der ist da draußen irgendwo, aber wenn er kommt, wird er unangenehm. Und das war im Grunde das stalinische Modell der Kolchose. Also das Modell der Plan- und Kommandowirtschaft fußte genau darauf, dass das doch funktioniert hat im Bürgerkrieg. Mit Zwang kann man vieles erreichen. Wir müssen die Leute gar nicht überzeugen. Wir müssen einfach die Gewalt so organisieren, dass Menschen nach einer Zeit der Gewöhnung von selbst tun, was man von ihnen will. Die klassische Kommandowirtschaft des Stalinismus war eigentlich eine Kriegswirtschaft. Deshalb wurden im sozialistischen Vokabular auch diese Kampfbegriffe verwendet. Die Agrarfront, die Industriefront, Produktionsschlachten schlagen. Dieses Vokabular kam aus dem Bürgerkrieg. Im November 1929 lässt Stalin das Jahr der großen Wende ankündigen. Die Kollektivierung der Landwirtschaft, also die weitgehende Enteignung aller Bauern. In den neuen Kolchosen sollen jetzt Produktionsbrigaden die Felder bestellen. Was die Propaganda nicht zeigt, wegen der Umstrukturierung bricht die Lebensmittelversorgung fast vollständig zusammen. Die Folge: verheerende Hungersnöte, denen in einem Jahr fast 8 Millionen Menschen zum Opfer fallen. Mit der Kollektivierung der Landwirtschaft soll die Industrialisierung des Landes vorangetrieben werden. Die Bauern wollten keine Kolchosen. Und die meisten Arbeiter wollten keine Arbeitssklaven sein, auch keine Pläne erfüllen. Und die meisten Menschen hatten in den 20er, 30er Jahren die Erfahrung gemacht, dass ihr Lebensstandard sank und nicht stieg. Zum Wohle des Machtstaates und der Rüstungsindustrie. Das alles wollen Menschen in der Regel nicht. Wenn sie sie dazu bringen wollen, es trotzdem zu tun, dann müssen sie Zwang anwenden. Stalins Plan: binnen 10 Jahren soll die Rückständigkeit des Landes überwunden und die Sowjetunion in eine industrielle Großmacht verwandelt werden. Ein ebenso radikaler wie rücksichtsloser Umbau, der Millionen Tote und Abermillionen Unzufriedene in Kauf nimmt. Das Volk will Stalin nicht überzeugen, sondern mit Terror dazu zwingen, ihm zu folgen. Nachdem Adel, Bürgertum und Unternehmer bereits liquidiert worden sind, sind die Bauern das letzte Hindernis für die Durchsetzung der kommunistischen Ideologie.
Es gibt Bauernaufstände in dieser Zeit, Migrationsströme ungeheuren Ausmaßes, Millionen von Menschen, die von Dörfern auf Baustellen wandern, ohne Pässe, ohne Identifikation. Kein Mensch wusste, wo diese Leute herkamen, was sie waren, was sie verbargen. Und in der Führung gab es immer dann, wenn solche Situationen entstanden, entstand diese Paranoia, von Feinden umgeben zu sein, nicht zu wissen, wer die Leute sind. Und Stalin griff in diesen Situationen immer auf das Mittel des Terrors zurück. Um die Sache zu stabilisieren, versuchte er, möglichst vielen Leuten Angst und Schrecken einzujagen und sozusagen die Gesellschaft in Bewegung zu paralysieren, damit sich keine Widerstandsnester entwickeln konnten. Bereits zu Lenins Lebzeiten sind überall im Land Arbeitslager eingerichtet worden. Wer sich der kommunistischen Idee verweigert, muss in unwirtlichen Gebieten der Sowjetunion Zwangsarbeit leisten. Ein typisches Lager ist das auf den Solowki-Inseln hoch im Norden. Über Moskau und Leningrad, das ehemalige St. Petersburg, werden die Häftlinge mit Zügen bis nach Kem verfrachtet, einer kleinen Stadt am Weißen Meer. Von dort aus geht es mit der Fähre nach Solowki. Unter Stalins Herrschaft wird das System zu einem dichten Netz von Lagern, das später unter dem Namen Gulag bekannt wird. Auf der Inselgruppe gibt es ein verlassenes Kloster. Die Mönche waren von den Bolschewiki vertrieben worden. Rund um das Kloster entsteht 1923 das erste Arbeitslager. Gulag ist ein Akronym. Das Kürzel Gulag, Hauptverwaltung der Besserungsarbeitslager und Kolonien, datiert von 1934. Die Entwicklung dieses Systems der Arbeitslager beginnt bereits 1928-29, zeitgleich mit den Massenkollektivierungen, den Massenverhaftungen und der Nutzung der Zwangsarbeit zu Bauzwecken, wie bei dem ersten großen Gulag-Bauprojekt, dem Weißmeer-Ostsee-Kanal. Allerdings geht die Idee, der intellektuelle Ursprung, auf die Zeit des Bürgerkriegs zurück und die Anfänge des Kriegskommunismus, als die Bolschewiki die Arbeitskraft nutzen, um die Eisenbahnstrecken zu räumen und all das Durcheinander des Bürgerkriegs zu beseitigen. Und ihr Begriff von Arbeit verändert sich. Die Arbeiter sind nur noch ein Rohstoff, wie Treibstoff oder Stahl, den man eben braucht für die Revolution. Sie errichteten den Sozialismus wie die Pharaonen die Pyramiden, mit Sklaven. Seit der Zeit des Bürgerkriegs basiert die sowjetische Wirtschaft auf Sklavenarbeit. Nur zur Massenorganisation kommt es erst Ende der 20er Jahre, als man die Möglichkeiten erkennt, die sich durch die Massenverhaftungen bieten. Einer der Gefangenen heißt Naftali Frenkel, verhaftet wegen Schmuggels. Frenkel stört sich an der Ineffizienz des Lagers. Naftali Frenkel ist wohl derjenige, dem die Idee dazu kam. Ein ziemlich zwielichtiger Geschäftsmann, der in Palästina gewesen war und dann verhaftet und nach Solowki geschickt worden ist. Frenkel wirft einen Vorschlag in den Kasten für Verbesserungsvorschläge. Sie haben tatsächlich Kummerkästen in den Lagern, auf dem steht: Also, es macht eigentlich keinen Sinn, die Lager auf diese Weise zu führen. Wenn die Insassen mit einer Ration belohnt würden, die ihrer Arbeitsleistung entspricht, würde es sogar Profit abwerfen. Das zugrunde liegende Prinzip ist natürlich: Wer nicht hart genug arbeitet, stirbt. Wer seine Ration erhalten will, muss also hart genug arbeiten. Wer seine Vorgabe nicht einhält, stirbt. Dieser Vorschlag findet der Legende nach seinen Weg bis in den Kreml. Die Idee wird von der politischen Polizei aufgegriffen und die erhält den Vertrag zum Bau des Weißmeer-Ostsee-Kanals und anderer Anlagen. Sklavenarbeit oder Zwangsarbeit wird zu einem Kernstück der sowjetischen Wirtschaft. Frenkel steigt auf in die Lagerleitung und soll die Ausbeutung der Häftlinge optimieren. Durch die Konzentration von bis zu 50.000 Gefangenen in einem Lager senkt er die Unterhaltskosten auf ein Minimum. Zehntausende sollen dadurch ums Leben gekommen sein. Genaue Zahlen sind nicht bekannt. So bauen Häftlinge einen über 200 Kilometer langen Kanal zwischen dem Weißen Meer und der Ostsee. Stalin lässt es sich nicht nehmen, das Bauwerk persönlich zu eröffnen.
Die sowjetische Propaganda feiert die Inbetriebnahme zynisch als das Ergebnis der erlösenden Kraft physischer Arbeit. 25.000 Gefangene sollen beim Bau des Kanals gestorben sein. Während Stalin sich auf den radikalen Umbau der Sowjetunion konzentriert, bleibt die sehnlichst erwartete Weltrevolution weiterhin aus. Etwa in Deutschland, auf das die russischen Revolutionäre große Hoffnungen gesetzt hatten. Jedes Jahr am 1. Mai versammeln sich die Anhänger der Deutschen Kommunistischen Partei in Berlin. Bei Stalin sind sie in Ungnade gefallen, weil sie Mitte der 20er Jahre mit den Sozialdemokraten zusammenarbeiten wollen. Moskau greift ein und bringt die KPD auf einen strammen linken Kurs. Der scheint erfolgversprechend, besonders in Zeiten wirtschaftlicher Not. Die deutschen Kommunisten waren diejenige kommunistische Partei außerhalb Russlands, die gerade in der Zeit der Weltwirtschaftskrise nochmal nach oben kam. Es war auch eine deutsche Größenvorstellung, die die deutschen Kommunisten hatten, in der Achse mit Moskau, das jetzt gerade die 5-Jahr-Pläne hatte, sozusagen wirklich wieder zu einer Achse der Weltpolitik zu werden. Also da war viel auch deutscher Größenwahn durchaus bei den deutschen Kommunisten am Werk. Das Programm der Partei von 1930 zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes zeigte sehr wohl Deutschland auch als ein von den westlichen Mächten, den Versailler Mächten, unterdrücktes und ausgebeutetes Land. Und jetzt hatte man diese Weltwirtschaftskrise, die ja auch von dort kam. Deutschland leidet noch immer an der Niederlage im Ersten Weltkrieg. Als dann die US-Börsen 1929 abstürzen, reißen sie auch die deutsche Wirtschaft in den Abgrund. Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst. Eine schwere Belastung für die noch junge Demokratie der Weimarer Republik. Frankfurt am Main ist damals schon ein bedeutendes Wirtschaftszentrum in Deutschland mit einer 500.000 Einwohnern. Mitte der 20er Jahre präsentiert sich die Stadt in einem Werbefilm als weltoffene Metropole mit mittelalterlichem Flair. Doch auch Frankfurt wird von der Krise eingeholt. Es gab, bedingt durch die Weltwirtschaftskrise, natürlich eine extreme Massenarbeitslosigkeit in ganz Deutschland. Deutschland war auch schon ziemlich stark bedrängt durch die Ergebnisse des Ersten Weltkriegs. Man war eingeschränkt in der Produktion in bestimmten Bereichen. Man musste Reparationsleistungen erbringen. Also die wirtschaftliche Situation war sehr schwierig. Die Weimarer Republik war eine junge Demokratie, die natürlich auch nicht alle toll fanden. Es gab starke nationalkonservative Kräfte, die nicht nur am Kaiserreich, sondern auch am verlorenen Krieg festhielten und sagten, dafür muss es Revanche geben. Und eigentlich waren wir ja doch die Sieger, es war ja nur ein Patt. Und in dieser Zeit wachsen junge Leute heran, die eben wenig Perspektive haben. Einer dieser Arbeitslosen ohne Perspektive ist der junge Max Emendörfer. Der 1911 geborene uneheliche Sohn einer Putzfrau wächst bei Mutter und Stiefvater in Frankfurt auf. Seine Geschichte ist eine typische für deutsche Kommunisten in jener Zeit. Nach einer Schusterlehre findet auch Max Emendörfer keine Arbeit. Die Zahl der Erwerbslosen steigt in Deutschland auf 5 Millionen. Allein in Frankfurt suchen über 30.000 Menschen eine Beschäftigung. Von der Wirtschaftskrise profitieren extreme Parteien. Sie wollen die Demokratie wieder abschaffen. Auf dem rechten Flügel Hitlers Nazis, auf dem linken die Deutsche Kommunistische Partei, die KPD. Die Deutsche Partei bestand zu einem sehr, sehr großen Anteil aus Arbeitslosen eher, beruflich kaum genau zuschreibbaren oder intellektuellen. Und insofern war sie mehr eine Straßenpartei als eine Partei der Viertel, die sie in Hochburgen verwandelten. Auch eine hochmilitarisierte Partei, muss man ja sagen. Also auch bewaffnet durchaus, mit einfachen Waffen, Rotfrontkämpferbund und so, als wirklich eine Partei der Fabriken und der Arbeiterklasse. Die Polizei traut sich nur selten in die Wohnbezirke der Abgehängten von Berlin, Düsseldorf oder Hamburg. Klein Moskau nennen die Kommunisten selbst diese Viertel.
Hier hat die Partei das Heft in der Hand. 1931 zählt die KPD etwa 200.000 Mitglieder und die Zahl wächst. Auch der inzwischen 20-jährige Max Emendorfer gehört dazu. Es hing schon stark davon ab, mit was für Leuten diese jungen Menschen in Berührung kamen und auch welche Faszination diese Menschen dann auf diese jungen Leute ausübten. Und das war im Falle meines Vaters eben eher Kommunisten und nicht SA-Leute. Er hat Versammlungen besucht, richtig an der Basis von Ortsgruppen in Frankfurt. Er hat Kommunisten auf der Straße kennengelernt, bei Demonstrationen ist dann mitgelaufen, mitmarschiert. Es waren eben Kommunisten, die er kennenlernte und die mit dem, was sie sagten, mit dem, was sie ihm zu lesen gaben, ihn offenbar beeindruckten, sodass er meinte, ja, das ist der richtige Weg und da gehöre ich auch hin. Unangefochtener Anführer der deutschen Kommunisten ist seit 1925 der Hamburger Arbeiterfunktionär Ernst Thälmann. Er leitet auch den paramilitärischen Kampfverband der Partei, den Rotfront-Kämpferbund. Dessen Mitglieder haben einen Eid geschworen. Ich gelobe, stets und immer für die Sowjetunion und die siegreiche Weltrevolution zu kämpfen. Auch Max Emendorfer ist von Thälmann begeistert. Es war zu der Zeit einfach so, dass man die führenden Köpfe der Partei, und das war natürlich Ernst Thälmann, einfach als die führenden Kräfte hingenommen hat. Und das waren letztlich die großen Redner, die vorn standen und auch den inhaltlichen Kurs der Partei bestimmten. Da war die Partei ziemlich monolithisch gefestigt. Sie war gut durchstrukturiert, gut organisiert, sie war schlagkräftig. Und sie hatte einen klaren Kurs und da haben Leute an der Basis, so wie er, nicht sehr viel über Machtkämpfe an der Spitze oder Steuerung aus Moskau nachgedacht, zumal Moskau sowieso das große Vorbild war. Also das nahm man eigentlich auch bedingungslos hin. Moskau war synonym für den Sieg der Revolution, stand synonym für den Sieg der Partei und für eine bessere Welt. Und deshalb stellten das diese Jungs an der Basis, glaube ich, überhaupt nicht in Frage. Die deutschen Kommunisten berufen sich auf einen Märtyrer der Bewegung, den 1919 ermordeten Karl Liebknecht. Das Hauptquartier der Kommunisten steht damals am Bülowplatz in Berlin-Mitte. Heute ist im Karl-Liebknecht-Haus die Zentrale der Partei Die Linke. Zu Zeiten der KPD wurden hier Pläne für die rote Machtübernahme in Deutschland geschmiedet. Die Kommunisten liefern sich damals Straßenschlachten mit der Polizei und auch mit Hitlers Braunhemden. Auch in Frankfurt am Main, der arbeitslose Schuster Emendorfer mittendrin. Der Hauptfeind war dann schon ganz klar die NSDAP oder die SA. Es gab Saalschlachten, an denen er auch teilgenommen hat. Es gab bei Demonstrationen Auseinandersetzungen, an denen er teilgenommen hat. Es fand auch eine heimliche Militarisierung der KPD statt. Also das war auch so eine Stimmung nach dem Motto, da braut sich was zusammen, bald wird es nicht mehr mit Demonstrationen abgehen. Sie haben Faustkampf geübt oder Boxen, haben trainiert, also sich auch paramilitärisch, würde man heute sagen, aufgestellt, um auf Auseinandersetzung mit der SA gewappnet zu sein. Die extremen Parteien beherrschen zeitweise das Straßenbild der Weimarer Republik. Sie treten aber auch bei Reichstagswahlen an. 1930 erreicht die KPD 13% der Stimmen. Die NSDAP kommt auf 18%. Stärkste Kraft ist die SPD mit 24,5%. Das Saarland gehört damals gemäß den Bestimmungen des Versailler Vertrags nicht zu Deutschland und steht unter französischer Verwaltung. Trotzdem werden hier dieselben politischen Kämpfe ausgetragen wie in der Weimarer Republik. Unter den Arbeitern in Bergbau und Industrie hat die KPD viele Anhänger. Einer von ihnen ist ein gewisser Erich Honecker, von Kindheit an kommunistisch geprägt. Typisch ist das kommunistische Milieu, in dem man aufwächst. Untypisch ist, dass dieses kommunistische Milieu so dominant ist. Natürlich hat im Saargebiet die katholische Kirche und damit das Zentrum die eigentliche kulturelle Hegemonie gehabt, aber dahinter kamen die Kommunisten und noch lange nicht die Sozialdemokraten.
Und die Honeckers waren mit vielen anderen Familien versippt und verschwiegert im Saargebiet gewesen. Und sie stellt mit anderen seit Jahren auch Stadträte und bildeten so etwas wie, sagen wir mal, ein sozialistisches Patriziat. Anders als der Schuster Max Emendorfer in Frankfurt ist der 1912 geborene Erich Honecker tief verwurzelt im Kommunismus. Er schlägt die Trommel im Spielmannszug des Rotfront-Kämpferbundes und arbeitet als Jugendfunktionär der Partei. Die bietet ihm 1930 eine einmalige Chance, eine Reise nach Moskau. Viele Faktoren seines eigenen Lebens beruhen auch auf Zufall. Dass er unter 340 Kandidaten für die Leninschule in Moskau ausgewählt wird, mag sich ebenso seinem Engagement verdanken, wie auch dem Umstand, dass es vielleicht gerade zu der Zeit nicht viele andere Kandidaten gegeben hat. Wir haben eine Zeit im Saargebiet, wo es schwer war, eine Lehrstelle zu finden. Wer eine fand, hielt eigentlich auch an ihr fest. Für Honecker war das schwierig. Insoweit war die Berufung auf die Leninschule für ihn vielleicht ein wichtigeres Zeichen, als es in derselben Situation für andere gewesen wäre. Honecker bricht seine Lehre ab und folgt dem Ruf der Partei. In Moskau erlebt er hautnah den Kult um Josef Stalin. Honecker ist begeistert von dem Diktator, den er zweimal bei Veranstaltungen sieht. Die größte Sache, die ich je erlebt habe, wird er später sagen. Stalin lässt sich von seinem Volk feiern, bestellter Jubel für einen Tyrannen. Stalin war also ein Herrscher, der sich inszenierte, aber er inszenierte sich nicht als Mensch, sondern er ließ sich inszenieren auf Bildern, auf Vasen, auf Wandteppichen, in Gedichten. Stalin war sozusagen ein abwesender Diktator, der dadurch paradoxerweise umso anwesender wurde, weil er allgegenwärtig war. Das war auch wichtig. Je weniger der als Mensch sichtbar war, desto besser konnte er dieses riesige Imperium und seine Heterogenität verklammern. Stalin war ja nicht für die Öffentlichkeit gemacht, sondern der Mann war eine Ikone. Stalin war kein Diktator zum Anfassen. Der fuhr nicht im offenen Wagen durch die Straßen. Propagandaaufnahmen zeigen die bizarren Ausmaße, die der Stalin-Kult in den 30er Jahren annimmt. In der Öffentlichkeit zeigt sich der Herrscher zwar bei Großveranstaltungen auf dem Roten Platz, aber die meiste Zeit verbringt er an seinem Schreibtisch im Kreml. 1932 bekommt der amerikanische Fotograf James Abbey die einmalige Chance, den Diktator zu porträtieren. Stalin war also ein Herrscher, der sich inszenierte. Und deshalb war Abbey einer der wenigen Leute, die das inszenierte Spiel durchschauen konnten, indem sie nämlich ganz nah an ihn herangingen und den USA erzählen konnten, der hat ja eine Proletarieruniform aus edelstem Stoff und fein geschnittene Haare. Das wusste ja niemand, dass das so war. Und Stalin verkörperte sozusagen das Bescheidene, das Zurückhaltende, das Proletarische, das Einfache. Aber das wurde millionenfach kopiert und damit war er keine Person mehr, kein Mensch mehr, sondern er wurde zu einem Gott. 1932 erlebt Stalin trotz aller Propaganda seine erste Krise. Die überstürzte Kollektivierung der Landwirtschaft und die Industrialisierung haben Chaos und Elend über das Land gebracht. Sogar in der Partei rumort es. Die Funktionäre vor Ort werden von der Bevölkerung für die Situation verantwortlich gemacht. Zu Stalins Kritikern zählt auch seine eigene Frau. Nadeschda ist Stalins zweite Ehefrau. Insgeheim lehnt sie seine radikale Politik ab. Seit Jahren leidet die ehemalige Sekretärin Lenins unter Depressionen. Im November 1932 kommt es zum Eklat. Seine Frau begeht Selbstmord. Als Akt des politischen Protests gegen diesen Tyrannen von einem Mann, der an diesem Abend ihres Selbstmords ein Essen zur Feier des 15. Jahrestages der Oktoberrevolution gab. Er hatte sie vor ihren Genossen schikaniert und mit Zigarettenkippen nach ihr geschnippt und sich wie der letzte Mistkerl benommen. Nadeschda schreit ihren Mann an, er solle den Mund halten, verlässt den Raum und erschießt sich in ihrem Zimmer. Stalin ist geschockt. Sein Misstrauen auch gegenüber der engsten Umgebung wird immer größer. Wenige Wochen später übernimmt Adolf Hitler die Macht in Deutschland. Stalins gefährlichster Widersacher. Am Abend des 30. Januar 1933 marschieren Nazi-Kolonnen durch das Brandenburger Tor in Berlin.
Der Führer der Nationalsozialisten ist am Morgen zum Reichskanzler ernannt worden. Hitler, so das Kalkül seiner konservativen Koalitionspartner, soll die Gefahr eines kommunistischen Umsturzes bannen. Und Hitler verliert keine Zeit. Bei einer Rede kurz nach seinem Regierungsantritt wird er deutlich. Am 30. Januar sind von Deutschland die Würfel gefallen. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch gelacht haben, heute auch noch lachen. In ganz Deutschland durchkämmen SA-Horden die Straßen nach Kommunisten, besetzen Gewerkschaftshäuser und Parteibüros. Die eigentlich gut organisierte KPD hat keine Chance. Gegenwehr gibt es kaum. In Frankfurt am Main gerät auch Max Emendörfer in eine Polizeikontrolle. Sein Glück, er hat keine kommunistischen Flugblätter dabei wie sonst. Man hat sehr schnell die führenden Köpfe der Partei geschnappt, hat sie inhaftiert oder gleich umgebracht. Und die Organisation war binnen weniger Wochen eigentlich zerschlagen. Natürlich gab es dann Leute, die versucht haben, einen illegalen Apparat aufrechtzuerhalten, auch die Parteiarbeit aufrechtzuerhalten. Aber das war äußerst schwierig. Mein Vater hat das ja dann weiter gemacht, hat sich weiter eingespannt und auch einspannen lassen, hat weiter Flugblätter verteilt, hat Parolen geklebt und ist ja dann letztlich auch geschnappt worden und mit einer Gruppe von Genossen verurteilt worden. Die Gefängnisse füllen sich mit Kommunisten. KPD-Chef Ernst Thälmann geht den Nazis bereits kurz nach der Machtübernahme ins Netz. Im Oktober 1934 wird auch Max Emendörfers Widerstandszelle in Frankfurt zerschlagen. Offenbar haben ihn die eigenen Genossen im Verhör verraten. Emendörfer gibt die Verbreitung kommunistischer Zeitungen und Flugblätter zu und wird wegen Vorbereitung zum Hochverrat verurteilt. Nach Verbüßung der Haftzeit kommt er nicht frei. Er muss in ein Konzentrationslager im Emsland. Schon auf der Fahrt nach Esterwegen hat man die Nichtsahnenden, die eigentlich dachten, sie kämen jetzt in die Freiheit, die hat man auf einen LKW geprügelt. Und auf dem Weg haben ihnen schon die SS-Leute gesagt, also dort, wo ihr jetzt herkommt, da werden wir euch den Arsch bis zum Genick aufreißen. Dann hat man sie dort geschlagen, misshandelt, es sind Leute umgebracht worden, es sind Leute erschossen worden. Also es ging dann völlig brutal und völlig ohne jegliche Rechtsstaatlichkeit zur Sache. Später wird Emendörfer nach Sachsenhausen verlegt. Die Nazi-Propaganda verbreitet diese Aufnahmen kommunistischer Häftlinge aus dem KZ bei Berlin. Die Realität für Max Emendörfer und seine Genossen sieht anders aus. Nur mit Glück wird er überleben. In der nahegelegenen Reichshauptstadt triumphieren die Nazis. Politische Arbeit im Untergrund ist lebensgefährlich. Trotzdem wird der junge, in Moskau geschulte KPD-Funktionär Erich Honecker 1935 nach Berlin geschickt, unter falschem Namen. Er soll die kommunistische Jugendarbeit neu organisieren. Doch überall lauern Denunzianten und Agenten der Gestapo. Der kommunistische Widerstand in der Reichshauptstadt ist fast zerschlagen. Es sind wenige Individuen, wenige kleine Gruppen, die noch tätig sind. Und ihre vornehmste Aufgabe besteht in der Selbsterhaltung und dann vielleicht in der Schulung und dann vielleicht im Versuch der Agitation gegenüber dem einen oder dem anderen. Aber es herrscht eine furchtbare Vereinzelung unter einem grausamen Verfolgungsdruck. Honecker ist buchstäblich der Einzige, der in dieser Zeit in das Reich zurückkehrt. Andere werden es später auch tun. Und er kehrt zurück in einen Widerstandskampf, von dem er wenig weiß, in eine Stadt, nämlich die Reichshauptstadt, die er nicht kennt. Und das ist dann in der Tat ein Himmelfahrtskommando. Wer von der Polizei erwischt wird, das weiß Honecker genau, muss mit einer langjährigen Haftstrafe oder dem Todesurteil rechnen. Am 3. Dezember 1935 wird der 23-Jährige verhaftet und zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Vorgesehener Entlassungstermin ist der 8. Dezember 1945. Wer der Gestapo entkommen kann, geht ins Exil nach Moskau. Auch ein großer Teil der Parteiführung der KPD. Dort findet sich ein Kreis von Aktivisten aus vielen Ländern zusammen, die weiter für die Weltrevolution kämpfen wollen.
Stalin allerdings zeigt daran wenig Interesse. Das ändert sich erst, als 1936 in Spanien ein Bürgerkrieg zwischen sozialistischen Republikanern und rechtsgerichteten Putschisten ausbricht. Die Sowjetunion liefert Waffen und stärkt so die Position der bis dahin bedeutungslosen kommunistischen Partei Spaniens. Doch es gibt Streit bei den spanischen Genossen über die richtige Strategie. Stalin schickt die sowjetische Geheimpolizei, um seinen Führungsanspruch auch im Kampf gegen Franco durchzusetzen. Der spanische Bürgerkrieg war ein sehr komplizierter Konflikt. Es gab viele unterschiedliche Elemente innerhalb der Linken, die in Stalins Augen kontraproduktiv waren. Moskau hatte nicht die Absicht, linke Gruppen zu unterstützen, die Moskaus Kontrolle und Ideologie ablehnten. Stalin unterdrückt also die unabhängigen anarchistischen Kämpfer des linken Flügels gegen die Verteidiger der Republik. Die Lektion, die er daraus lernte, ist, dass, um eine so effiziente militärische Organisation zu bekämpfen wie die faschistische und die nationalsozialistische Bedrohung, man vollständig einig sein muss. Es darf keine schwankenden, abweichlerischen Stimmen geben, und deswegen beginnt er mit dem Terror. In Moskau hat inzwischen die Paranoia des großen Führers zu zahllosen Verhaftungen geführt. Stalin nimmt die Ermordung des Parteichefs von Leningrad zum Vorwand, um seine Gegner des Terrorismus zu bezichtigen. Er erlässt einen Befehl, der jedes Recht auf Verteidigung aufhebt und die Todesstrafe vorsieht. Die Lubjanka in Moskau ist heute das Hauptquartier des russischen Inlandsgeheimdienstes. Mitte der 30er Jahre residiert hier die sowjetische Geheimpolizei. In den Kellern des Gebäudes erpressen Stalins Schergen mit brutalen Foltermethoden Geständnisse der Verhafteten. Nach und nach werden die innerparteilichen Gegner hier eingeliefert. So auch Grigori Sinowjew, der Stalin einst zur Macht verholfen hat. Der Diktator lässt sich dessen Todesangst von einem Zeugen vorspielen und soll dabei lauthals gelacht haben. Im August 1936 findet der erste der großen Schauprozesse statt. Eine makabre Inszenierung, bei der die Angeklagten öffentlich ihre erzwungenen Geständnisse wiederholen müssen. Auch Grigori Sinowjew. Insgesamt 16 Männer werden zum Tode verurteilt. Viele davon sind Weggefährten von Lenin. Leo Trotzki wird in Abwesenheit angeklagt. Lenins zweiter Mann ist aus der Sowjetunion ausgewiesen worden. Aus dem Exil in Norwegen bezieht er Stellung zu den Vorwürfen. Stalins trial against me is built upon false confessions extorted by modern inquisitorial method in the interest of the ruling clique. There are no crime in history more terrible in intention or execution. His trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism. That is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. Es folgen weitere Schauprozesse und tausende Verhaftete werden ohne Prozess erschossen. Stalins absoluter Machtanspruch mischt sich mit krankhaftem Verfolgungswahn. Das Ergebnis ist beispielloser Terror. Vor dem Gerichtsgebäude fordern bestellte Demonstranten den Tod der Angeklagten im Namen Stalins. Er hat ein Vergnügen daran, Menschen wegzuschaffen, das Gefühl zu haben, einen Befehl zu unterzeichnen und zu wissen, man musste ihm ja immer die Exekution des Befehls melden. Am nächsten Tag haben die das erledigt und ich war es, der mit einem Federstrich diese 3000 aus der Welt geschafft hat. Man sieht auch, da ist kein schlechtes Gewissen, da ist kein Skrupel, da sind keine Zweifel. Der hält das für richtig, was er tut, und es macht ihm Freude. Die mörderischen Säuberungen des Diktators werden 2 Jahre lang andauern. Nachts soll Stalin im Kreml selbst jeden einzelnen Namen der Todeskandidaten abgezeichnet haben. Auf den Listen stehen fast 40.000 Namen.